Oh, das klingt nicht gut. Ja, was ist denn das? Oh, oh. Kein Saft mehr. Saft ist leer. Nein. Okay. Ich muss jetzt zum Glück eigentlich nicht los, aber ich wollte gestern mit dem Auto fahren und es ging nicht. Er ging nicht an. Ja, morgens so, ja, ich muss gleich los und sagen, ja, kurz auf knapp und so. Fahren, will losfahren und tut, geht nicht. Batterie leer. Ja, das Auto stand jetzt einige Monate rum wegen Escalade. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Ding ankriegen. Und da haben wir mir was. Das da, Car Jumpers Starter 800 Ampere Peak, 12.000 mAh für 12 Volt Fahrzeuge bis 4 Liter Benzinmotor oder 2 Liter Dieselmotor. Wir haben jetzt einen 4,6 Liter Motor. Man hat mir versichert, dass das trotzdem geht. Wir werden es jetzt mal anschauen. Und zwar ist dieses nette Ding hier, haben wir eine Betriebsanleitung, Garantiekarte. Und das ist das Teil. Das sieht echt gut aus. Fühlt sich gut an. Also, so, das ist Gummi, glaube ich. Ja, also auch irgendwie sieht robust aus. Wir haben hier einen Knopf, wenn wir einmal drücken, sehen wir den Ladestand, der ist voll. Wurde voll geliefert. Dann, wenn man lange drückt, haben wir eine Taschenlampe. Nice. Wenn wir nochmal drücken, dann haben wir SOS-Licht, ja, das macht ein SOS-Signal und Dauerblinken. So, das sind die verschiedenen Sachen. Dann haben wir hier oben, mal auf, Anschlüsse. Dann haben wir USB-Anschluss, denn wir können auch ein Handy zum Beispiel anschließen. Dann haben wir hier die zwei Pole für den Starkstrom in Anführungszeichen. Und da kann man dann das Ding hier anschließen, um das Auto zu starten. Hier wird auch ein Ladekabel mitgeliefert und ein so sieht aus wie beim Zigarettenanzünder. Und zwar kann man da zum Beispiel so mobile Kompressoren für zum Reifen aufpumpen anschließen. Ja, very nice. Das Ding soll wasserdicht sein, also auch für Outdoor so ein bisschen, ja, praktikabel, wenn man jetzt nicht unbedingt nur ein Auto starten will, sondern vielleicht auch eine starke Powerbank für unterwegs braucht, dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht, auch bei Regen. So, wollen wir mal schauen, dass wir den Korn jetzt damit ankriegen. So, bei dem Auto ist die Batterie hinten unterm Sitz, und zwar hier drunter, da sitzt sie. Allerdings haben wir hier keine Möglichkeit anzuschließen, und da war schon bei uns der ADAC, der hat schon den Kopf geschüttelt, ja, wie soll das funktionieren? Ja. Ist aber übrigens eine neuere Batterie, wie man sehen kann, die ist noch nicht so alt, aber durch das viele rumstehen und nur mal kurz angelassen, um umzuparken, ja, ging das halt leider doch ein bisschen auf die Batterie. So, bitte lest bei euch zu Hause im Handbuch, wie ihr euer Auto fernstarten könnt. Ja. Bei meinem Auto ist es einmal hier für Masse, ja, also Minus, und hier für Plus. Das ist bei jedem Auto immer ein bisschen anders. So, dann holen wir das Ding mal. So, es blinkt schon fröhlich vor sich hin. Ja, ist auch schön hier, gleich mit richtigen Farben hier. Super, 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 super. So, Gott sei Dank sind beide Sachen relativ nah beieinander. So, schön hier auf die Schraube klemmen hier. So, und dann einmal hier. Zack. So, und jetzt blinkt das hier irgendwie vor sich hin. Und irgendwann immer so klack, klack. So, ich weiß nicht, wie schnell wir sein müssen. Blöde ist, dass wir von links nicht reinkommen. Ah. Voila! Einmal frei.
Ja, also ging ohne Probleme jetzt an. So. Hat ja gesehen, wie schwer er starten wollte. So jetzt. Einwandfrei. Also auch 4,6 Liter lassen sich mit dem Ding hier starten. So, wenn das übrigens so blinkt, ja, im Wechsel, bedeutet das, dass er bereit ist zu arbeiten. So, ich gehe an. Gut. So, ja, dann stecken wir mal ab. Normalerweise sollte der Rest die Lichtmaschine jetzt machen. So. Cool. Geiles Teil. Hör einwandfrei. So, jetzt ist natürlich wichtig, nicht wieder ausmachen, ja. Sondern jetzt ein bisschen laufen lassen, am besten sogar fahren, mal schön warm fahren, damit die Batterie wieder schön voll wird, ja. Damit die wieder Saft kriegt. Und die Lichtmaschine, die macht das jetzt nach und nach wieder voll. Am besten schauen, alle möglichen Verbraucher ausmachen, sowas wie Heizung, Licht, ja, alles am besten ausmachen. Weil die Lichtmaschine versorgt ja auch die anderen Sachen mit Strom. Und wenn man Licht und Heizung und so weiter anhat, dann schafft die Lichtmaschine es nicht, die Batterie schnell genug wieder aufzuladen. So, genau. Ja, wunderbar. Geil. Ach, so, während der Motor noch schön läuft, zeige ich euch das Produkt. Da gibt es bei Amazon, ja, ich mache auch unten einen Link rein. Mich hat es tatsächlich sogar 40 Euro nur gekostet, weil aktuell gibt es irgendwie so einen Rabattgutschein, 15%. Voll cool. Genau, und was? Da. So, also hör ich nochmal die Werte, ja. 800 Ampere, 1200 mA, nur 0,2 Sekunden um die leere Batterie, 12 Volt Fahrzeug bis zu 400 Liter schnell starten, ein Muss in jeder Familie. So, genau. Was ist natürlich das System? IP67, ja, hartes Außendesign, kratzfest, staubdicht und stoßfest. Perfekt für jedes Wetter. Dann haben wir diese LED-Lampen mit SOS und blabliblu. Aber was interessant war, war auch der, wo man es am besten benutzt. Also irgendwo steht es auch hier gleich auf der Packung. Minus 4 Fahrenheit sind minus 20 Grad und bis zu 60 Grad. Hier steht minus 60. Damit meinen die aber 60 Grad. Also das ist der Bereich, wo das Ding wohl anständig funktioniert. Minus 20 ist eigentlich ganz gut. Genau, hier steht ja, man könnte es für Kameras, keine Ahnung, Luftkompressorpumpe und so weiter verwenden. So, genau, es hat einen Kurzschlussschutz. Ja, wenn man das anschließt, das erkennt irgendwie, wenn man es falsch anschließt, dass nichts passiert. Genau, und irgendwie, ja, ah, hier steht Explosions- und Verpolungsschutz, der verhindert, dass die Klemme durch Kurzschluss, hohe Temperaturen, Überspannung, Überladung, Überentladung und so weiter und so fort nicht beschädigt wird. Ja, das ist interessant, die Rezession habe ich mir nämlich Autos gelesen, die waren nämlich meistens ganz gut, aber es gab ein paar, wo ich dann gedacht habe, oh, okay, weiß nicht, aber so wie ich das Gefühl jetzt habe, ist es echt sehr, 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 sehr gutes Produkt. Und ja, kann ich nur empfehlen. Lassen den Kanal so ein bisschen laufen. Nee, ist wirklich cool. Ich hatte mal so einen Ladestecker, ja, wo man tote Batterien wieder aufladen kann. Das ist aber kaputt gegangen. Das funktioniert nicht mehr. Ich habe das, keine Ahnung, 2-3 Mal benutzt beim Dodge Aston und funktioniert nicht mehr. Ist tot. Keine Ahnung. Ist aber ein Billigprodukt. Hat keine 15 oder 20 Euro gekostet. Das, ja. Kannst du da Pfeife rauchen. Und das ist wirklich gut. Ich hoffe, dass das nicht nach 2 Mal benutzen dann auch tot ist. Aber, ja. So. Mein, oh mein. Wir müssen ja einmal wieder aufräumen. Wenn wir schon hier. Ersatzteile. Dieses Fach kann dann nämlich weg. Der Seville kommt ja demnächst weg. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon wisst. Der Seville kommt jetzt demnächst weg. Aber wir müssen mit dem jetzt noch 1-2 Mal fahren und dann kommt der weg. Ich bin mal ein bisschen am Überlegen, ob Schlachten. Da macht der Motor und so. Ersatzteile.
hat jetzt die letzte Zeit sehr, sehr viel Kohle reingebracht vom anderen Schlacht Cadillac. Und jetzt haben wir die Überlegung, ob man das bei dem Armband verkaufen lohnt sich bei dem nicht. Das Ding kauft keiner. Und wenn, dann nur unterm Wert. Und nee, das lohnt sich nicht. Deswegen vielleicht schlachten. Ja, mal gucken. So, aber das war's mit dem Video für heute. Ich hoffe, euch hat das Produkt gefallen. Und kann ich nur empfehlen. Ich hoffe, ich werde es nicht wieder brauchen, aber wenn man es hat, ist es halt praktisch, ne? Ist einfach so. So. Bis dann.